Megacrash im Hafen. Frachter kracht gegen Anleger. Ein Schiff fährt in den Hafen von Kaohsiung in Taiwan ein. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch beim genaueren Hinsehen fällt auf, der knapp 75.000 Tonnen schwere Frachter ist viel zu schnell unterwegs. Das Schiff fährt scheinbar ungebremst auf die Kaimauer zu. Der Versuch, aus dem Hafen heraus Verbindung zum Kapitän aufzunehmen, scheitert. Mit absehbaren Folgen. Der Frachter rammt die Mauer. Wie es zu dem Crash kommen konnte, wird schnell klar. Der Kapitän des Schiffs ist betrunken. Er wurde jetzt vom Dienst suspendiert. Der Zwischenfall hat aber auch Konsequenzen für alle anderen Schiffskapitäne in Taiwan. Die Behörden haben beschlossen, sie müssen jetzt vor jeder Schicht einen Alkoholtest machen. Alkohol am Steuer ist also nie eine gute Idee, weder im Auto noch an Bord eines Schiffes.